Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2. Und ich habe bereits gerade einen Auftrag ausgewählt und. Okay, crazy. Wenn wir. Lass mal gucken, was ich überhaupt. Glaube, es war auf jeden Fall von Rotterdam nach Kiel. Bin mal gespannt, das, anscheinend das ist gleich ist schon hier. Das kann ich mal gucken. Könnte sogar sein. Ja, genau, Rotterdam macht hier verpacktes Glas nämlich. Ich weiß nicht, ob von der letzten Folge noch irgendwas war, aber jedenfalls habe ich zwischendurch noch mal ein bisschen was, bin noch mal ein bisschen rumgefahren, so sage ich mal 4,5 Stunden. Und zwar im Livestream auf Twitch. Ich glaube, soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, auch schon meinen Twitch-Kanal auf meinem Kanal, auf dem YouTube-Kanal verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Kommt maybe auch, je nachdem, wann ihr das jetzt schaut, wahrscheinlich an einem Freitag. Ich nehme es gerade am Donnerstag auf. Ich schätze mal, ja. Also an dem Freitag soll ich das, denke ich, vielleicht auch streamen. Schauen. Aber da könnt ihr auch öfters mal vorbeigucken. Vielleicht kündige ich es auch vorher noch auch noch an. Das könnte halt natürlich sein. So. Und dann fahren wir los. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lang das geworden ist, die Strecke. 9 Stunden, okay, das ist doch ein bisschen zu lang. Aber dann wahrscheinlich doch nichts für die Folge. Aber was soll's, dann machen wir halt das wahrscheinlich gleich eh nochmal tanken und maybe schlafen, weiß ich jetzt nicht. Ist nicht so genau geguckt. Wo könnte das sein, ne? Naja. Oder? Verklickt. Muss erstmal wieder klarkommen. Das Mikro ist irgendwie so komisch, Alter. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder alle Einstellungen nearly geschafft. Anscheinend habe ich nämlich noch nicht alle geschafft. Nämlich haben wir das noch nicht activated. So, und dann will ich mal. So. Jetzt sehe ich natürlich wieder nichts an Ampel. So. Jetzt können wir, glaube ich, Gas geben, soweit das hier aussieht. Ja, wie gesagt, ich habe letzte Woche zweimal schon auf Twitch gestreamt. Und zwar hier, genau, ETS 2 halt. Werde jetzt auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen Ark und vielleicht auch andere Sachen streamen, je nachdem wie ich Zeit und Lust halt auch habe. Aber ja, da könnte vielleicht schon noch öfter mal jetzt was kommen, je nachdem. Und ja, bin halt ein bisschen vorangekommen. Ich glaube, ich habe eine Garage gekauft noch. Wir haben noch ein paar LKWs gekauft, Fahrer eingestellt und so halt. Das haben wir auf jeden Fall alles gemacht. Ja, ich glaube, das war auch so der grobe Überblick. Ein paar längere Strecken gefahren auf jeden Fall. Ja, zwei Aufträge, die ziemlich lang waren. Aber die haben wir auch gemacht und halt ein bisschen gut Geld verdient in der Zeit. Sind halt noch ein bisschen vorwärts gekommen dadurch. Dann können wir das Ding jetzt weiterführen. Ich hätte vielleicht doch eine andere Strecke wählen können. Ich hätte wahrscheinlich bis Hamburg wählen sollen oder so. Bis Hamburg hätten wir wahrscheinlich in der Folge geschafft. Aber ja, ich hatte auch überlegt, gleich wieder was noch Längeres zu nehmen. Weil das war jetzt pro Kilometer nicht der geilste. Aber ich dachte auch mal, ein neuer. Ja, ein anderer Trailer mal oder andere Ladung mal wieder. Weil so die gut bezahlten Kilometer sind halt immer sehr ähnlich, muss man ja schon sagen. Aber so passt das, denke ich mal. Ja, das sollte, denke ich mal, so gehen. Und da dachte ich mir, fahren wir jetzt einfach den Auftrag halt. Bis Kiel werden wir schätzungsweise nicht kommen, vor allen Dingen, weil wir gleich auch nochmal anhalten müssen. Dann werde ich mal gucken. Dann müssen wir gleich mal noch stoppen, tanken und so. Und dann geht's weiter.
ist so dunkel, ich bin gefühlt schon nicht mehr, lange nicht mehr gefahren, obwohl es erst letzte Woche Donnerstag war, glaube ich, als ich das letzte Mal gestreamt habe, weil danach hatte ich zwar gesagt am Stream, aber habe ich es nicht mehr gemacht und so habe ich halt dazu. Können und nicht der mega Stau entsteht, so wie bei mir heute in Real Life. Vollsperrung auf der Autobahn und ja, da nicht Umweg fahren müssen und der Umweg hat halt auch Stau, hat sich dort auch Stau gebildet, war nicht so nice. Aber jetzt sind wir im Spiel und im Spiel läuft es gerade, nur dass ich gleich mal noch nach einer Anhaltemöglichkeit Ausschau halten sollte. Schon wieder Polizei. Was ist denn heute los? Schon wieder Unfall? Stehen, liegen geblieben? Man weiß es nicht. Ah, 50. Ich sehe doch ganz böses Schild an der Stelle. Boah. So, jetzt sind wir wieder richtig Gang, um wieder ein bisschen anziehen zu können. Und das sollte, glaube ich, mal so funktionieren. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir müssen doch irgendwo da vorne den nehmen. Ja, das wäre, glaube ich, schon vielleicht schon mal sinnvoll. Ich glaube, wir werden auch noch bis zum... Hat der überhaupt eine Tankstelle? Ja, ne, hat er. Okay, aber hier sehe ich nur das und auf der anderen sehe ich nur die Tankstelle. Nice. Aber den können wir auf jeden Fall ansteuern. Passt zeitlich, glaube ich, ganz gut rein. Jetzt die Frage, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 21.000. Das sieht auch ganz gut aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Tankstelle und dann halt auch kurz die Nacht auf dem Parkplatz verbringen. Boah. Das mal hier lang. So. Hier. Und einmal tanken. Oh, hä? Ich kann sagen, wir haben schon mal irgendwie noch ein bisschen Geld verloren gerade. Und jetzt gibt es noch mal ein bisschen Geldverlust. Aber dafür werden wir ja gleich wieder gut Geld kriegen, wenn wir aufgewacht sind. So. Das passt hier, glaube ich, ganz gut, ne? Ich kann eigentlich bis hier vorne rollen. So. Gute Nacht, wir sind bei 19.600. Und dann erwachen wir wieder und wir sind 50.000 Euro reicher. Das ging erstmal gar nicht so schlecht. Ah. Das Piepen wieder, wie ich es vermisst habe. Soll ich vielleicht auch meine Reifen mal reparieren? Würde das was bringen? Das ist so eine Frage. Gar keine Ahnung. Es kann sein, dass es auch nicht mehr was bringt. Das ist so das Ding. Naja. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es ausgeht. Danke. Danke, danke, danke. Ist das weg? Ich glaube, ich Reifen drücken, ne? Irgendwie sowas ist ja immer der Fehler. Aber ich weiß halt nicht, wie ich den behebe. Aber eigentlich ja irgendwie grundsätzlich halt schon so auf die Art. Also, eigentlich steht er auch immer da, halt ein bisschen warten und so. Das hat sich da ein Druck wieder füllt oder irgendwie sowas. Weiß jetzt gar nicht, aber irgendwie sowas, glaube ich, ist ja dann die Anmerkung sozusagen dazu. Ja.
denke, das ist dann ja auch dann schon so richtig. 7 Stunden haben wir noch. Naja, das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Dafür die Folge ein bisschen lang. So lang will ich sie dann doch nicht machen. Dann wird das in der nächsten Folge... Nein, ich will nicht zu viel versprechen. Vielleicht wird es auch nicht in der nächsten Folge passieren, sondern im Livestream. Mal schauen. Ja, habe jetzt erstmal noch ein paar andere Sachen zum Stream. Den nächsten Tag. Wahrscheinlich habe ich auch schon an dem Tag, bevor dieses Video hier online geht, gestreamt. Mal schauen. Ist auch krass, wie gerade so meine Videos und so supported werden. Haben mir schon wieder ein paar Abonnenten in den letzten paar Tagen gemacht. Mittlerweile schon bei 17. Und Aufrufe gehen auch sehr gut ab. Und Videos kommen halt auch echt gut an. Das sind hauptsächlich zwar die Seko-Modell-Vorstellungsvideos. Und Gaming ist noch nicht so, aber es wird, glaube ich, auch so langsam besser. Ja, und die Seko-Videos, ja, kommen halt echt insane gut an. Also manche sind echt so krass von Aufrufen her und der durchschnittlichen Wiedergabedauer, was ich verhältnismäßig sehr krank finde. Und letztens noch erzählt von dem einen, das bei gerade 300 Aufrufe überstritten hat und mittlerweile ist es schon wieder bei knapp 350 oder so. Ist echt crazy. Wenn das Video werdet ihr wahrscheinlich am Freitag sehen. An dem Samstag, also morgen, wird dann wieder ein Seko-Modell-Vorstellungsvideo kommen, so wie eigentlich fast immer. Und ja, ich habe auch überlegt, vielleicht mal regelmäßige Tage für die Gaming-Videos zu machen, damit ich auch besser halt für mich die Zeiten habe. Also sonst ist halt immer so eine Sache. Und schätzungsweise werde ich die wahrscheinlich, so wie ich mir das jetzt ausgedacht habe, halt eins war ja zwischen dem Samstag und dem Mittwoch, also zwischen den Seko-Modell-Vorstellungsvideos. Das wird wahrscheinlich dann am Montag sein. Und das andere ist quasi zwischen dem Mittwoch und dem Samstag. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich denke, das wird auch eher Freitag wahrscheinlich werden. So, ich das jetzt erstmal einschätze. Ja, so viel dazu erstmal. Da kommen wir auf jeden Fall ein gutes Stück voran. Ich weiß gar nicht, was weiß ich. Irgendwie war ich gerade im Kopf ein bisschen lost. Aber Freitag, achso, genau, Seko-Modell-Vorstellungsvideos. Also ich gehe davon aus, dass das zweite Gaming-Video wahrscheinlich dann am Freitag auch kommen wird, so wie halt diese Woche. Will da mich jetzt noch nicht unbedingt festlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich so ungefähr einen Rhythmus reinkriege, weil mehr Videos pro Woche finde ich gerade aktuell nicht so nice. Könnte zwar noch ein paar Gaming-Videos mehr machen, so rein theoretisch. Weil, wie gesagt, ich ja nicht so viel cutte. Weil das irgendwie, finde ich das gar nicht schlimm. Ich finde es irgendwie bei den Gaming-Videos tatsächlich, klar, man kann auch gut Highlights zusammen cutten. Oder halt einfach nur Pausen zwischen Games oder so, wie ich zum Beispiel bei Rocket League mache, rauscutten oder so. Aber ich finde so, bei solchen geht das eigentlich voll klar, weil Vorschulen so mäßig, weiß nicht. Habe ich jetzt lieber so 20 Minuten Talk quasi und lass das Video halt uncut oder so. Das ist ja jetzt auch kein krasser Content so. Aber ich finde, bei ETS zum Beispiel geht's noch, dass man daraus Folgen macht. Bei manchen Games finde ich halt ultra schwierig, da Folgen ordentlich zu machen. Sage ich mal, wie bei, keine Ahnung, so einem, ja, Fortnite finde ich auch so. Da kenne ich höchstens so ein paar Clips, aber bin jetzt auch nicht so der krasseste, deswegen fällt das, glaube ich, auch schon so mehr oder weniger weg. Das könnte ich mir nur mal für einen Stream vorstellen, genauso. Also bei Rocket League geht's auf jeden Fall beides. Arc macht, finde ich,
so aufnahmemäßig auch keinen Sinn, weil man einfach so viel farmen und so nebenbei machen muss, leveln. Das macht auch nur in einem Stream Sinn. Und was habe ich noch? Landwirtschaftssimulator, glaube ich, weil ich es auch, weiß nicht, ob ich da nochmal eine Folge zu mache. Maybe werde ich dann halt erstmal noch ein bisschen was im Stream machen, um irgendwas Zeit, was sich gut zeigen lässt, im Video dann zu zeigen. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Und ja, King of Retail bietet sich ziemlich gut an für Yushku. Oder vielleicht auch Minecraft. Obwohl, kommt drauf an, halt. Manche Sachen da sind auch eher so mäßig für halt Streams. Digga, wie verloren ich schon wieder bin. Lost in my brain. Darf ich noch rein? Ja, weiß jetzt nicht, ob ich durfte, aber. Okay, du lässt mich irgendwie. Finde ich nett. Ich sehe es doch schon. Wir müssen anhalten. We have to go anhalten now. Oh, die andere Richtung ist sogar gesperrt. Crazy. Gucken, was da jetzt noch ist. Lass mal so gucken. Habe ich einen Blinker an? Ja. Haben wir. We have to blinker on. So. Ich wollte gerade sagen, der Straße geht eigentlich auf uns, also können wir locker hier bleiben. Oh. So, mal ein bisschen runterbremsen. Und um die Kurve fahren. Fahren wir jetzt erstmal noch ein bisschen Landstraße, so wie es aussieht jetzt so von Osnabrück aus. Also nicht weit, wahrscheinlich ist es vielleicht da drüben sogar schon Autobahn. Ich weiß es nicht. Könnte sogar sein. So, wir sind eigentlich schon 60, fahren wir jetzt nun auch schon. Oh. Ja, ich glaube, ich habe auch die meisten Sachen, die ich ansprechen wollte, angesprochen. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich was vergessen habe. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht mehr, weil ich gerade gesagt habe vorhin, dass morgen halt das Sequel-Video kommt. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich aufgenommen habe. Schon eine Woche her. Aber lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es kommt zum Audi Q5. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Lasst euch sonst einfach überraschen. Oh, ich fahre schon wieder zurück. I drive too fast. Können wir ein bisschen entspannter. Oh, 70. Nee, ich darf nicht schnell fahren. Let's go. Auf die Autobahn geht's wieder. Und so lange wird wahrscheinlich die Folge auch nicht mehr gehen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon so bei 18 Minuten. Und die wird wahrscheinlich wieder so knapp über 20. Mal gucken, was die Anhaltemöglichkeiten hergeben. So demnächst. Dann werde ich dann entscheiden, wie lange sie tatsächlich geht. Aber so weit wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Wie gesagt, wir werden den Auftrag nicht schaffen. Der könnte vielleicht noch so für eine zweite kurze Folge was werden. Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Muss ich mal schauen. Vielleicht, entweder wird es Folge oder es passiert vorher im Stream. Könnt ihr notfalls auch noch nachgucken. Je nachdem, wenn ihr rechtzeitig nachguckt, einfach auf meinen Twitch-Kanal gehen und dann müsste es da eigentlich als VOD da sein. Dann könnt ihr es euch notfalls noch anschauen, wenn ihr es sehen wollt. Ja. Ist wie gesagt, ich kann es auch nochmal den Twitch-Kanal in der Beschreibung verlinken. Aber sonst ist es einfach auf dem, da wo der Kanalbanner ist, findet man es auf jeden Fall. Und glaub, sonst auf jeden Fall in der Kanalinfo. Mal schauen, sonst. Ich versuche es, wenn ich nicht vergesse, auch hier unter dem Video zu verlinken. Könnte sein, dass ich vergesse. Man weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Wahrscheinlich vergesse ich es.
So. Then we drive weiter. Mal schauen. Ja, 20 Minuten haben wir jetzt so ungefähr. Ich guck mal kurz, wo die nächste, an der nächsten Anhaltestelle halten wir dann auch an. Also am nächsten Parkplatz. Aus Blätter. Whatever. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, was dann nach dem Ort hier kommt, nach. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war, hab's schon wieder vergessen. Bin so vergesslich insane. Was auch immer jetzt der nächste Ort ist. Wir werden es gleich sehen. Aber jedenfalls danach werde ich dann anhalten. Ja, das passt dann auf jeden Fall. So. So. Look. Was geht hier noch? Ich weiß gar nicht, was ist das jetzt für ein Ort gewesen hier? Das ist Autobahnkreuz, oder? Ist da irgendwas? Bremen. Schätzungsweise könnte Bremen stimmen, ja. Bremen stimmt sogar. Hätt's gedacht. Huch. Schön in der Spur bleiben. So, da fahren wir halt doch noch ein Stück. Kommt ja trotzdem noch über 20 Minuten. Weil es bis zu der Möglichkeit zum Anhalten doch noch kurz dauert, aber das soll nicht so schlimm sein, denke ich mal. Ja, dann werden wir einfach noch bis dahin fahren und dann würde halt die Folge dort enden. Wenn wir hier Platz machen, damit die auch reinfahren können. So, jetzt kann ich wieder rüber. Und dann läuft das doch schon. So. Huch. Einfach gegähnt. Gibt's ja gar nicht. Dabei ist mitten am Nachmittag. Wirklich completely. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Oh. Ich glaube, da will wieder jemand rein. Lass ihn doch mal reinfahren. Okay. Raw. Bro. So, jetzt müssten wir doch gleich schon da sein. Sehe ich das richtig? Ja. Ich sollte vielleicht nicht so viel auf die Karte gucken, sondern ein bisschen mehr auf die Straße. Das würde mir manche Sachen um einiges erleichtern. Ich glaube, ich bremse mal schon ein bisschen ab, weil wir eh gleich runterfahren müssen. Oder was wir jetzt müssen, aber zum Anhalten. Wissen wir es auf jeden Fall. Dann war es das nämlich dann gleich auch mit der Folge. Und eigentlich schon mal, wenn euch die Folge wieder gefallen hat, oder was heißt wieder, Mann? Wenn euch die Folge gefallen hat, reicht auch wieder. Könnt ihr der Folge gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise dem Video einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wenn ihr keine anderen Videos verpassen wollt, wie, sag ich mal, Sigma-Modellvorstellungsvideos oder andere Gaming-Videos, sei es jetzt, was ich halt vorhin auch schon so angesprochen habe, King of Retail oder sowas in der Richtung, dann abonniert gerne den Kanal und dann bin ich, denke ich mal, raus für heute und tschüss.